zusammen, herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne einen österlichen Gewürzkorb pflanzen. Dazu brauchen wir natürlich einen schönen Korb, Blumenerde, eine gute, dann verschiedene Gewürze. Hier habe ich Salbei, Thymian, Rosmarin, Lavendel, Majoran. Und zur Dekoration brauchen wir dann ein bisschen, habe ich Gänseeier ausgesucht und dann auch so Schmuckeier und ein kleines Häschen. Und dann fangen wir gleich an. Ich beginne zuerst praktisch die Erde einzufüllen. Dazu brauche ich meine Handschuhe, sonst sind meine Hände nachher so schmutzig. Wir brauchen schon eine Menge. Jetzt habe ich den Korb nur halb voll mit Erde gefüllt und stelle jetzt mal meine Pflanzen dazu rein. Das ist jetzt ein relativ großer Rosmarin. Da klopfe ich dann auch gegen den Topf vorsichtig, dass der sich löst. Und den setze ich so in die Mitte rein. Ja? Dann hat er schon hier seinen Platz gefunden. Und jetzt kann ich außenrum noch ein bisschen Erde auffüllen, weil die anderen Ballen sind nicht so groß. Und wenn ich das jetzt ein bisschen aufgefüllt habe, dann kommen die einfach etwas höher raus und sitzen nicht so tief im Korb drin. Ihr seht, das ist ein bisschen mühselig mit der Erde auffüllen. Aber das brauchen wir ganz dringend. So. Ich muss mal gucken, ob der gut sitzt. Das ist jetzt ein sehr schöner Salbei. Auch ein bisschen anklopfen. Dann löst der sich gut. Die Etiketten, die lasse ich jetzt mal weg. Das ist der Oregano oder Majoran. Das ist immer ein sehr gutes Gewürz in der Küche. Ich mag das sehr. Ruhig auch mal ein bisschen drehen. So. Dann habe ich hier den Lavendel. Auch da mache ich das. Das ist jetzt alles so ein bisschen grau-grün gehalten. Ich mag diese Farben. Und der Thymian hier ist auch. Schaut mal, wie schön der gewachsen ist. Das ist so ein richtiger Kugel-Thymian. Drücke ich den da gut rein. Zitronenthymian. So. Jetzt haben wir unsere Pflanzen schön verteilt in dem Korb. Ich habe ein bisschen Freiraum dazwischen gelassen. Und jetzt können wir praktisch diese Zwischenräume schön mit Erde auffüllen. Ihr habt gesehen, dieser Korb hat einen Einsatz, dass uns auch praktisch das Wasser drin bleibt und die Erde, dass das nicht alles gleich auf dem Tisch rumläuft. Ich mag das nicht, wenn dann so viel Erde dann auf dem Tisch sich befindet.
Das ist wichtig, dass ihr diese Zwischenräume zwischen den Pflanzen ausfüllt, weil sonst sitzen zum Teil die Ballen im Freien und dann vertrocknen sie euch. Und das geht am besten mit so einer kleinen Mehlschaufel. Die Ränder kehre ich dann gleich ein bisschen ab. Dass unser Korb schön sauber bleibt. So, dann habe ich hier ein bisschen Moos. Das setze ich nur so ganz locker dazwischen, damit man die Erde nicht so sieht. Und dann können wir auch unsere Dekoration nachher schön da drauf setzen. So, man braucht da gar nicht viel, das muss jetzt nicht der ganze Korb dann ausgelegt sein, sondern das reicht dann so ein bisschen nur zwischen den Topfballen. Eine kleine Ecke. So. Ihr seht, man kann den Korb jetzt von allen Seiten anschauen. Und jetzt werden wir noch den Schmuck dazu machen. Ich habe hier so ein kleines Häschen ausgesucht und das werde ich jetzt dazwischen reinsetzen. Nehmt ein bisschen einen Draht dazu, sonst kippt er vielleicht raus. Ich mache nur um ein Bein ein Drähtchen rum, so dass ich den in den Ballen reinstecken kann. Dann so schön da drin sitzt im Rosmarin. Und dann habe ich noch diese schönen Schmuckeier. Die drahten wir nicht an, die legen wir einfach so zwischen rein. Auch ruhig in den Rosmarin rein. Das Band kann ich dann so um ein Zweigchen rumwickeln, dann geht das. Und dann habe ich noch so Gänseeier, die lege ich einfach in diese Zwischenräume rein. Könnt ihr da natürlich auch noch so Zweige zwischen reinstecken, dass es ein bisschen lappenmäßig aussieht. Aber das muss nicht unbedingt sein. Also hier habe ich so einen gelben bemoosten, der passt hier zu dem gelben Thymian noch ein bisschen. Aber das ist euch dann überlassen, ob ihr sowas dazwischen rein haben wollt oder nicht. So einen schönen krummen. So. Und schon ist unser Korb fertig. So sieht jetzt unser fertiger Osterkorb aus. Von den Kräutern könnt ihr ruhig auch gleich mal was für die Küche nehmen. Das sind ganz frische Sachen. Und ich hoffe, es gefällt euch.
Wenn Ostern vorbei ist, macht ihr die Dekoration raus und dann könnt ihr das so auf euren Gartentisch stellen oder auch später auspflanzen im Garten, dass die sich schön entwickeln. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr das auch nacharbeiten könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.